Wegen der dramatischen Corona-Lage verhängt Bayern einen Lockdown für Landkreise mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 1000. Derzeit liegen 8 Landkreise über dieser Marke. Der Lockdown soll zunächst bis Mitte Dezember gelten, wie Ministerpräsident Markus Söder nach einer Kabinettssitzung ankündigt. Ausnahmen soll es für Kitas, Schulen und den Handel geben. Landesweit werden sämtliche Weihnachtsmärkte abgesagt. Außerdem werden Clubs, Bars und die gesamte Nachtgastronomie wieder geschlossen. Für Ungeimpfte soll im gesamten Freistaat ein de facto Lockdown gelten, in dem flächendeckend die 2G-Regel gilt. Nur noch Geimpfte und Genesene haben dann Zugang zu Freizeitkultur- und Gastronomieeinrichtungen. Außerdem gibt es Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Diese dürfen sich mit maximal 5 Personen aus 2 Haushalten treffen. Der Handel soll von 2G ausgenommen sein, allerdings soll nur noch ein Kunde pro 10 Quadratmeter erlaubt sein. Für die Gastronomie gilt eine Sperrstunde ab 22 Uhr. Bei Veranstaltungen in Kultur und Sport kommt eine Obergrenze von 25% Auslastung. Davon sind etwa auch Spiele bayerischer Vereine in der Fußball-Bundesliga betroffen. Außerdem gilt dort die 2G-Plus-Regel. Nur Geimpfte oder Genesene mit einem aktuellen negativen Corona-Test haben Zutritt.